as much fuss. So, was wollte ich denn erzählen? Willst du dich nicht mal hier zu mir setzen? Ach Gott! Erstmal. Du machst mich nervös, wenn du da unten so unmotiviert rumstehst. Alles Gute, Bild? Hey, willkommen bei Low Budget Outdoor. Ich bin heute im Hiesfelder Wald zusammen mit dem Benny unterwegs. Und wir erkunden den Wald so ein bisschen. Der Hiesfelder Wald wird von zwei Bächen durchflossen. Das ist einmal der Rotbach und einmal der Schwarzbach. Die haben ihre Namen von der Farbe her. Wir sitzen hier gerade über dem Schwarzbach. Man sieht auch, dass der relativ schwarz ist, daher auch der Name. Der Rotbach ist dementsprechend rot. Das kommt beim Rotbach von Eisenoxid, was da drinnen gelöst ist. Vielleicht sehen wir den nachher auch nochmal, dann filme ich da auch nochmal ein bisschen. Ansonsten gibt es hier ganz viele Tiere, unter anderem gibt es Hirsche und Wildschweine, es gibt 5 Fledermausarten, es gibt Feuersalamander tatsächlich. Da stehen wir ja noch ein, wir sind hier direkt am Wasser, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal los. Ja, daran würde ich das jetzt auch festmachen. Ja, der ist natürlich zu instabil. Wird Ben die Fahne schaffen? Oder wird die Fahne Ben schaffen? Normalerweise geht das. Alter. Ja, das wird nicht funktionieren. Aber ich kann mal noch. Er hat den Baum ganz lieb. Danke. Leider noch ein bisschen zu schwer. Da müssten Bach 9 Augen drin sein. Bach 9 Augen, das ist eine, quasi so wie ein Aal, nur kleiner. So. Wir haben Kiemenöffnungen an der Seite, die
Deswegen, das sind 9 Stück, deswegen heißen sie 9 Augen, obwohl es eigentlich Teamöffnungen sind. Ja, praktisch. Aber nicht alles mit 9 Kiemen anstellen kann. Das ja, aber nicht, bestimmt kein Asthma. Aber nicht gucken. Die können alles, aber nicht gucken damit. Und auch nicht laufen. Egal. Auf jeden Fall sind die, soweit ich weiß, auf der roten Liste und dürfen natürlich auch nicht geangelt werden. Ah, ja, kann sie drauf. Mal gucken, wie schön das da gerade aussieht. Viel bombt das. Ja, aber das ist ganz vom Mund. Dies ist Holz. Ja. Oh, da könnte man doch fast hier fürs Surfbrett so eine Finne draus bauen. Wir sind jetzt im Übrigen mitten im Kölnischen Wald. Was? Im Kölnischen Wald. Kölnischer Wald. Der Kölnische. Also, dass der nicht in Köln ist, merkt man daran, weil in Köln wird da heißen der Kölnische Wald. Ne? Aber hier ist der Kölnische Wald. Genau, weißt du, ja. Kölnischer Wald. Merkt man jetzt etwa, dass ich gebürtig aus der Gegend komme? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich spreche nur Dialekt. Nein. Oh, guck mal, Krater. Jo! Jetzt ein bisschen Wasser fürs Baby. Hier, ich hab kurz gedacht, du wärst jetzt eingeflogen. Ja, danach hätte ich auch gedacht. Aber davor nicht. Ich vermute wieder mal, nach wie vor, dass das ehemalige Bombeneinschlagskrater sind. Ja. Weil. Es gibt kein Wildschwein, das so groß wäre, um so eine Sule zu hinterlassen. Und wenn doch, dann möchte ich hier nicht sein. Alter, das ist ein Kaufmann. Ja. Und nicht gerade wenig. Wollt ihr mal Kaulquappen sehen? Für die, die noch nicht wissen, was Kaulquappen sind. Armes kleines Ding. Ganz schnell wieder ins Wasser. Jetzt. Da rumschwimmen, Alter. Meines Erachtens sind immer noch Winde. Die sind ja alle am Rand. Wahrscheinlich ist der ganze Rand voll. Aber das ist die ideale Gelegenheit, um sich mal die dreckigen Fähigkeiten zu erklären. Natürlich ohne dabei Kaulquappen gut zu quetschen. 40 Minuten. Gracias. Ich hatte gerade noch. Was? Ist da die Labeine? Der hat doch eindeutig lila Beine in der Sonne. Und Leute, das ist der Käfer aus König der Löwen. Aber guck mal da, von unten, wie lila der ist.
Und hier krabbelt noch was über mich. Über dich? Ja, da. Boah, ich spüre richtig die Beine von dem. Kameramann. Ja, das ist wirklich eine kritische Stelle. Ich finde das faszinierend. Also von hier aus sieht das aus wie Kinkerlitzchen, weißt du? Ah ja, klar. Dann zoome ich noch mal raus. Schwenke noch mal das Stativ. Ich habe jemanden mit, der ist kamerascheu. Hilfe? Was? Hilfe? Hilfe? Der Witz ist, ich bin eigentlich auch kamerascheu. Aber genau deswegen mache ich das hier ja. So. Ich war gerade schon mal hier und hatte vergessen, oder beziehungsweise die Aufnahmetaste nicht richtig gedrückt. Ja gut, da war ich dann jetzt noch nicht. Aber ich war hier oben. Der Witz ist, von hier oben sieht das echt tief aus, obwohl das vielleicht gerade mal 2,5 Meter sind. Der Herr will noch weiter. Womit wir wieder bei Two and a Half Man wären. Ich bin immer noch der Meinung, dass das kein Grünspecht war, sondern ein Schluckspecht. Gluck, 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 gluck. So. Uno momentito. Por favor. Das ist kein sonderlich breiter Stamm, wobei doch eigentlich schon. Aber der hat keine breite Aufstandfläche. Und da hatte ich mir überlegt, gerade runter zu hüpfen. Überlegst du dir das nicht auch gerade, Benni? Ja, aber das sind zu viele Äste. Zu viele Äste? Ja, da guck mal, da hängt so einer Nein, raus. Da. Alter. Ja, komm. Wohin? Ja. Aber wie weit soll ich denn springen, Alter? Nee, das war halt die Überlegung, dahin zu hüpfen. Nein, tu es nicht. Ich hätte es getan. Er wollte es. Überleiten. Ja, ja. Ich fang dich. Ich will doch gar nicht da hoch. Mach jetzt. Ja. Nee, ich komm wieder runter. Also ich dachte, den einen beißen. Wir sind im Wald und haben einen Baum gefunden. Ja. Ja.
Super, Zwischenmieter. Leute, ihr könnt ja mal sehen, was ich gerade zum Mittag kriege. Von gestern Bratkartoffeln mit Speck und Ei und Ziegen. Während unser eins Schneckebrot ist. So. Ja, stimmt. Ein Stückchen Steak habe ich auch noch. Weil er ist Vegetarier, ich nicht. Ja, aber gut.